Guten Tag, meine Damen und Herren. Offenheit begegnet uns heute vermehrt in den unterschiedlichen Strömungen der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Verwaltung und auch zunehmend in der Wissenschaft. Von daher widmet sich die erste Lektion im OpenGeoEDU diesen Entwicklungen hin zu mehr Offenheit und versucht, sie mit den wesentlichen Begrifflichkeiten vertraut zu machen. Daten und Informationen spielen heutzutage eine ganz zentrale Rolle in nahezu allen Gesellschaftsbereichen. Wissensbasierte Gesellschaften sehen Informationen als Rohstoff im Informationszeitalter. In den letzten Jahren haben sich in Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft Initiativen gebildet, die den freien oder offenen Zugang zu Wissen, Daten, Software und dergleichen fordern und befördern. Diese Offenheit drückt sich oftmals schon durch die Namensgebung startend mit dem Wörtchen Open aus, Open Access, Open Science, Open Data und viele andere Begriffe mehr. Das Ziel dieser Einstiegslerneinheit in OpenGeoEDU ist daher das Kennenlernen wesentlicher Begriffe im Umfeld offener Wissenschaft und Verwaltungshandeln. Zudem sollen die wichtigsten dahinterstehenden Initiativen wie Open Access, Open Science und Open Knowledge vorgestellt werden. Auf deren Webseiten können Sie sich gerne mal umschauen, da dort die wesentlichen Kennzeichen der Offenheit definiert und intensiver aus verschiedensten Blickwinkeln behandelt werden. Offenheit kann eigentlich als Tugend und Teil wissenschaftlicher Integrität angesehen werden. Nur durch Offenheit entsteht eine intensive Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, eine größere Transparenz des Forschungsprozesses und ein verbesserter Zugang zu Informationen für die Öffentlichkeit. All dieses wird heute oftmals unter dem Begriff Open Science zusammengefasst. Beim einzelnen Wissenschaftler hingegen steht primär die Publikation in einem Journal oder als Dissertationsschrift im Vordergrund. Über offene Publikationswege hat er zumeist noch nicht nachgedacht. Und die im Forschungsprozess entstehenden und genutzten Daten bleiben meist im Verborgenen. Oft stehen sie nur auf dem Rechner des Wissenschaftlers bereit und dann verschwinden sie manchmal auch mit dem Projektende, weil niemand für eine nachhaltige Nutzung sorgt. Insofern gibt es in einer zunehmend digitalisierten Forschungslandschaft einen großen Handlungsbedarf. Allen OpenXX-Initiativen gemeinsam ist die Annahme, dass Offenheit von Daten, Wissen, Software etc. die Entwicklung der Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung befördert und zu mehr Transparenz, Partizipation und Kooperation führt. Der Begriff Open Science bündelt in diesem Zusammenhang Strategien und Verfahren, die allesamt darauf abzielen, die Chancen der Digitalisierung in der Forschung konsequent zu nutzen, um alle Bestandteile des wissenschaftlichen Prozesses und über das Internet offen, zugänglich und nachnutzbar zu machen. Damit sollen Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft neue Möglichkeiten im Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen eröffnet werden. Die Vielfalt der Begriffe im Umfeld Open Science deutet diese Grafik an, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Auf einige dieser Begriffe werden wir in dieser Lektion eingehen. Einzelne Strömungen gehen bis in die 90er Jahre zurück. Gerade im Umfeld der Geoinformatik, auf die wir uns ja in diesen Fallbeispielen fokussieren, startete mit der Gründung des OpenGIS-Konsortiums im Jahr 1994, heute unter dem Begriff Open Geospatial Consortium, OGC, bekannt, eine äußerst erfolgreiche Entwicklung zur offenen und interoperablen Nutzung und Verbreitung von Geoinformationen. Schauen wir uns zuerst den Begriff Open Access an. Open Access will den Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen erleichtern und Forschungsergebnisse besser sichtbar machen. Wissenschaftliche Informationen, die im Rahmen der öffentlich geförderten Forschung entstehen, sollen über das Internet für jeden Nutzer ohne finanzielle, technische oder rechtliche Barrieren zugänglich und nachnutzbar sein.
Dies verlangen mehr und mehr auch die Drittmittelgeldgeber, wie zum Beispiel die Europäische Union oder das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Open Access begegnet uns auf zwei Wegen. Der goldene Weg oder das Selbstproduzieren, Selbstpublizieren, produziert originäre Publikationen in einem Open Access Medium, also sogenannte Born Open Access Dokumente, und finanziert sich häufig durch Autorengebühren, sogenannte Article Processing Charges. Angebote des grünen Wegs, Self-Archiving genannt, nutzen hingegen die Parallelveröffentlichung oder Selbstarchivierung und sind für Autoren und Leser kostenlos nutzbar. Die rechte Situation ist hier etwas diffuser, denn in der Regel werden die Dokumente, die auf einem Repository zugänglich gemacht werden, vorher in einem Open Access oder, was wahrscheinlicher ist, in einem klassischen Verlag publiziert und die Offenheit wiederum durch eine Publikationsgebühr erreicht. Während ursprünglich bei Open Access ausschließlich an die Publikation der wissenschaftlichen Ergebnisse gedacht wurde, so hat sich recht schnell das Spektrum erweitert, sodass heute unter Open Access auch die Daten und andere Dokumente subsumiert werden, die frei verfügbar gemacht werden sollen. Die Basis dazu legt die Berliner Erklärung von 2003, die viele Wissenschaftseinrichtungen unterzeichnet haben. Schauen wir uns den Bereich von Open Source an. Der Begriff Open Source ist hier primär auf Software bezogen. Auch dieser Begriff wurde schon sehr früh eingeführt und mit solchen Softwareprodukten wie Linux, Apache, PostgreSQL werden heute komplett freie Softwareumgebungen aufgebaut. Offenheit umfasst bei Software drei charakteristische Merkmale. Die Software, das heißt der Quellcode, liegt in einer für den Menschen lesbaren und verständlichen Form vor. Die Software darf beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden. Und die Software darf verändert und in der veränderten Form ebenfalls weitergegeben werden. Der Begriff offene Daten ist ebenfalls an unterschiedlichen Stellen bereits etwas länger etabliert. Offene Daten sind sämtliche Datenbestände, die im Interesse der Allgemeinheit, der Gesellschaft ohne jedwede Einschränkung zur freien Nutzung, zur Weiterverbreitung und zur freien Weiterverwendung frei zugänglich gemacht werden. Dabei lassen sich auch hier verschiedene Strömungen erkennen. OpenStreetMap ist recht früh im Jahr 2004 als Idee für eine freie Weltkarte geboren, an der jedermann mitwirken kann und die für jedermann dann auch frei verfügbar ist. In der Forschung sind ebenfalls früh sogenannte Weltdatenzentren und Forschungsdatenrepositorien entstanden, die den Zugang zu Forschungsdaten ermöglichen. Und mit der auf dem G8-Gipfel im Juni 2013 beschlossenen Open Data Charta haben sich alle 8 G8-Staaten zu einer breiten Veröffentlichung von Verwaltungsdaten im Sinne von Open Data bekannt. Diese Staaten stellen heute OpenGovData-Portale bereit, die den freien Zugang zu Verwaltungsdaten auf den unterschiedlichsten Ebenen ermöglichen. Und zuletzt beteiligen sich auch die Bürger an der Gewinnung von offenen Daten, nicht nur im Bereich von OpenStreetMap. Dies wird oft unter dem Stichwort Citizen Science benannt. OpenStreetMap, wie gesagt seit 2004, ist heute neben Google Maps der Einstiegspunkt in die Geoinformationsverarbeitung. OpenStreetMap bietet eine weltweite Abdeckung in vielen Ländern und Regionen der Welt, durchaus vergleichbar im Umfang wie auch der Qualität mit amtlichen Daten. Im Februar 2018 sind weit über 4 Millionen registrierte Nutzer aktiv. Über 6 Milliarden GPS-Punkte, über 4 Milliarden Knoten und ähnlich viele Wegpunkte, Wege und Relationen sind angelegt. Schauen wir uns einmal offene Verwaltungsdaten an. In dieser Lerneinheit
werden Sie eines der offenen Datenportale aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung kennenlernen. Diese finden sich auf der Bundesebene, zum Beispiel sehen Sie links OpenGovData, das deutschlandweite Portal von Bund und Ländern mit offenen Daten. Und rechts sehen Sie die kommunale Ebene, das offene Datenportal der Hansestadt Rostock. Ihren wirklichen Nutzen und Wert für die raumbezogene Informationsverarbeitung werden wir dann aber erst im zweiten Modul zum Thema offene Daten vertiefen. Um Ihnen einen leichteren Einstieg in die offenen Datenangebote zu geben, bietet OpenGeoEDU ein Portal der Open Data Portale an. Aktuell finden sich dort weit über 250 Datenangebote von der kommunalen bis zur europäischen Ebene, von Geodateninfrastrukturen über echte Open Data Portale bis hin zu Datensammlungen aus dem Statistik- und Umweltbereich. Forschungsdaten sowie die ersten Citizen Science Projekte sind hier auch gelistet und benutzerfreundlich über GIS und Tabellenfunktionen selektierbar. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.